Willkommen zurück zu Kirby und der Regenbogenpinsel. Wir sind auf der Zielgeraden. Nur noch 4 Herausforderungen, dann haben wir das Let's Play durch. Ich hoffe dann allerdings auch, dass ich dann die letzte Figur, also von den Figuren, dass ich dann die letzte Figur zeigen wird. Denn ich frage mich echt, wer das sein könnte. Naja, jedenfalls gut. Das hier sieht jetzt nicht so schwer aus. Wollen wir hoffen, dass die restlichen auch nicht so schwer sind. Wir hatten ja schon einige schlimme... Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das schon der letzte Part sein wird, aber es kann sein. Okay. Da muss es eine bessere Taktik geben. Nur welche? Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich werde es schon noch rausfinden. Ja. Aber merkt sein, ich bin froh, dass wir die Herausforderungen bald abgeschlossen haben, denn sie waren schon... nervig, sehr nervig. Ja, sie waren zwar immer sehr schön, aber sie waren sehr, sehr schwer. Gut. Hey. Hey, das war gut. Es geht zwar noch besser, aber so geht's auch. Gut, das nächste. Okay, Hotheads. So. Sehr schön. Ich den einen Block zerstöre, macht Spaß auch noch. Gut, das letzte. Gut. Oh, wie? Schon? Wow, das war knapp. Ein Glück, dass ich das noch geschafft habe. Aber da war doch gerade ein Stern zu viel, oder bilde ich mir das nur ein? Ich habe doch schon den Sternspurt bekommen, bevor ich den letzten eingesammelt habe. Naja, gut, das war jetzt nicht so schwer. Die schweren kommen noch, denn das hier wird sicher eine, das erkennt man schon an der Form, eine Überlebensherausforderung sein. Und die andere, die noch frei ist, abgesehen von dir hier, ist auch eine Überlebensherausforderung. Oh, weia. Dürfte ich wissen, wie das gehen soll? Okay, so. So schwer war das jetzt gar nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt noch schaffe. So. So. Gut. Sehr gut. So schwer sind die letzten jetzt gar nicht. Okay, Doppel-Kirby wieder. So, so. So. Oh nein! Okay. Doppel-Kirby. Das ist natürlich ein Problem. Denn Doppel-Kirby kann nervig sein. Nein. Sehr schön, das war schon wesentlich besser. Diese lauten Lastwagen. Ich frage mich manchmal wirklich, warum die so laut sein müssen. Naja, klar, logisch ist es halt schon, dass sie laut sind, aber... Naja, wen kümmert das jetzt? Ich habe wichtigere Probleme. So, wow, also das war ein Rekord. Das war ja, habt ihr das gesehen? Wow. So. Wow, und mehr. Okay, ich habe jetzt zuerst gedacht, ich muss alle einsammeln, aber jetzt war das gar nicht so schwer. Gut, oh Gott, jetzt kommt das Schwere. Jetzt kommen die letzten beiden Überlebensherausforderungen. Oh oh. Obwohl... Mir fällt gerade ein, ja, da müssen ja Doppelkirby sein, weil es ja erst freigeschalten wurde, als ich den Boss von Welt 7, also den Finalboss, besiegt habe. Gut, was kommt dieses Mal? Oh. So. Ja. Okay, so schwer war das jetzt gar nicht.
Aber das kann noch schwerer werden. So. Ja. Okay, der andere hat schon eingesammelt. Gut. Sind ja jetzt überall Doppel-Kirby? Tatsache. So. Okay. Aber sind coole Rätsel. Wirklich. Die Rätsel kommen mir jetzt aber, die Ideen hier. Und ist jetzt wirklich überall Doppel-Kirby? So. Aber so schwer ist das jetzt wirklich nicht. Es geht sogar fast alleine. Außer das eine eben. Also mit einem Kirby meine ich. Oh, das kennen wir schon. Das kennen wir. Los. Ja, gut. Das war ja schon im Story-Modus. Oder zumindest so ein ähnlicher Raum. So. So. Komm. Okay, also meiner Meinung nach, das war jetzt gar nicht möglich. Oder? Ging doch gar nicht. Gott, diese Überlebensherausforderungen, die mag ich nicht. Die sind schlimm, die sind nervig, die sind ätzend, die sind dumm. Das Schlimme daran ist hier, dass man... So... Okay. Ich glaube, das war ein neuer Rekord. Gut, so schwer ist das ja eigentlich gar nicht hier. Das geht eigentlich recht schnell. Bis auf das erste halt. Der erste Kirby war ein bisschen fies. Oh, ob ich das in diesem Part noch schaffe? Ich weiß nicht. Am liebsten würde ich schon aufgeben, aber das macht man doch nicht. Ich meine, ist der Part noch nicht wirklich lang. Ich möchte das Let's Play jetzt echt fertig kriegen. Das Let's Play war wirklich schön, sage ich jetzt schon. Obwohl es wahrscheinlich noch nicht der letzte Part ist. Das Spiel an sich war wirklich, wirklich schön. Nur alles muss mal ein Ende haben. Außerdem kommt jetzt immerhin bald was Neues raus. Aber es war eine coole Abwechslung in der Kirby-Reihe, das steht fest. Ich meine, es gibt ja nicht viele Kirby-Spiele, die so aufgebaut sind wie das hier. Na gut, es ist Kirby Power Malpinsel gab es noch, aber das ist ja praktisch der Nachfolger von diesem Spiel. Oh. Okay. Mann, oh Mann. So, das, da muss man einfach nur ziellos durch die Gegend schießen. Und dann immer darauf achten, dass... Ich hab's schon. Okay, das ging jetzt schneller als gedacht. So, oh. So. Wie soll denn das bitte gehen? Ich hasse die Überlebensherausforderungen. Ich hasse sie. Ich kann es gar nicht genug sagen. Ich hasse sie. Ich hasse die. Also bitte!
Habt ihr das gesehen? Das war gerade lustig. Ganz im Gegensatz zu dem Rest dieses Levels. Puh. Einen Versuch mache ich noch. Diese Überlebensherausforderungen, die sind so arg. Arg, arg, arg. Oh, war er. Was haben sie, die Nintendo-Programmierer? Oder besser, ich glaube, die von HAL Laboratory waren das. Was haben die sich nur hier einfallen lassen? Dass sie diesen Modus gemacht haben. Oder, nö, der Modus ist gut, nur die Überlebensherausforderungen sind schlimm. So, okay, ich hab's. Das nächste ist jetzt das Schlimme. Ich hab's. Gut, komm, jetzt bitte. Bitte. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Ich weiß jetzt, was ich jetzt mache. Ey, Bronze. Ich spiele noch einen Versuch und wenn ich es dann nicht schaffe, gebe ich auf und wir sehen uns im nächsten Part. Ja, so mache ich das. Seht ihr, mit Ruhe kann man manchmal mehr lösen als mit Wut. Aber es gibt in Nintendo-Spielen manchmal schon frustrierende Stellen. Es, ach der, ich glaube der 8. Mai war es, oder? Da kam das Spiel raus. Ich hätte nicht gedacht, es war so ein schöner Tag, ich hätte nicht gedacht, dass an dem Tag zwei so schwere und nervige Spiele herauskommen werden. Das andere, was an dem Tag rauskam, Puzzle and Dragons, das ist ja auch so nervig und schwer. Aber das, das ist eigentlich... Es sind ja beide gut und schwer. Das ist ja gerade das Dumme. Beides haben so gute Ideen, aber beide sind so schwer und ätzend. So, ich hab's schon. Gut. Oh, oh, ja. Yikes, 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 ja. Ah! Tschüss.